rekrutiert, das wollte ich gar nicht. Mein Pferd kann auch springen. Ja, bla bla bla. Was kann er mir erzählen? Ich muss aber 5 collecten, glaube ich. Ja, man läuft einfach gegen die Menschen und die fallen nicht hin. Eine sehr tolle Physik-Engine. Mein Pferd kann immer noch springen. Es bewegt sogar seine Füße beim Laufen. Und ja, dann können wir da rein? Nö. Ich drücke nochmal Tab. Ach, das ist hier Trade. Das haben wir dabei. Und ja, take a hostile action. Schmal, go ahead. Grab the tools and prepare to assist. Ich kämpfe mal gegen die Passanten. Das ist jetzt hier ein Kampf. Das ist. Wie steige ich von meinem Kackpferd ab? Da sind sie jetzt auch. Ja, ich sollte mich mal ein bisschen verpissen. Mal wieder meinen Bogen. Ja. Ja, werfen wir hier schön die Steine. Ich laufe die ganze Zeit um diesen Typ hier rum und schlag ihn. Irgendwie ist es jetzt aber ziemlich scheiße, gegen so viele Leute alleine zu kämpfen. Ich kann. Ich glaube, dann flüchte ich mal. Lass mich vom Bauern verhauen. Ich denke mal, wenn man auch eine Rüstung hat und alles, dann ist das hier ziemlich einfach. Aber hier gegen 20 Soldaten. Ja, ich hau ab. Ja, continue. Leave this village alone. Und dann kann man hier. Das ist die ganze Map. Und ja, dann. Wie es ist. You better not be a manhunter. Ja, dann wollen wir mal diesen Typ da, diesen Typ verprügeln. Wenn wir jetzt auch wüssten, wo er ist. Wo ist der Kaktiv? F3. Wo ist denn dieser schöne Dieb? Eine große Map und dann kämpfen wir gegen einen oder was? Das ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Ach, das sind ja mehrere. Ja, Pferdchen. Los. Ja, das war ein Fail. Und dann wollen wir mal unser Schwert nehmen. Und mal hier so da durchlaufen und. Horse Charge Damage. Schlagen wir hier auf die Leute.
Oh lol, ich bin tot. Ja, nicht gut. Continue. Ich bin jetzt gefangen, ne? Und was passiert mit mir? Ja. After painful days of being dragged out as a prisoner, you find a chance and escape from your captors. Ja, ich wette, ich habe jetzt nichts mehr. Ich laufe mal hier wieder schön nach Praven zurück. Lass mich von solchen Leuten nicht beeinflussen. Ich gib mal auf. Hey, die haben mich schon wieder als Prisoner genommen. Ich glaube, ich fühle mich verarscht. Ja, also wenn man kämpfen kann, dann hat man schon einen Vorteil in diesem Spiel. Warum sind wir jetzt so weit weg? Ich will nur dahin. Und mich nicht von irgendwelchen scheiß Dieben erwischen lassen. Ja, also hier, das ist natürlich so eine Sache mit so einer großen Map. Lass mich da. Ja, join, go to the castle, ja, dann können wir hier die Straßen lang gehen. Ich besichte jetzt noch die Stadt, dann höre ich mir auch mit diesem Let's Play auf. Es ist ja auch nur eine Demo, irgendwie vom Kämpfen oder so wird nicht viel erklärt, man kann einfach nur da ein bisschen ausprobieren und das war's dann auch. Door to the dungeon. Door is locked. Wie das Spiel aufgebaut ist und so. Ich habe ein paar Freunde, die das Spiel spielen. Und wenn man das Spiel kann, dann macht es auch wirklich Spaß, wie ich gesehen habe. Aber es sollte mehr erklärt werden. Weil hier vom Kampfsystem, was eigentlich ziemlich durchdacht ist, wenn man hier noch Gefolgsmänner hat und dann hier mit seinem Schwert auch richtig kämpfen kann. Ah, jetzt weiß ich, ich muss meine Maus bewegen beim Schlagen. Oh, hab ich gefailt bei den scheiß Typen da. Weil ich habe immer nur so zugestochen. Das wollen wir mal nicht lieben hier. Ja, das soll es dann eigentlich auch gewesen sein mit diesem Let's Play. Ist ja nur eine Vorstellung des Spiels. Warum hat er dazu geblinkt? Lila. Und ich muss übrigens nicht die ganze Zeit W gedrückt halten. Das Pferd läuft auch von alleine. Ich kann mich dann voll auf den Kampf konzentrieren. Dann wollen wir noch mal einmal die Taverne besichtigen. Und gucken, was hier für Leute rumlaufen. Ja. Greetings to you, sir. You look like someone who should get to know me. Da kann man halt hier auch ganz viel fragen. Das ist so wie Gothic, dann mit den Fragen. Nighttime. Ja, dieses Spiel hat eine. Also das Prinzip dieses Spiels ist es, halt hier als Typ. Ja, wie soll ich das sagen? Halt die Weltherrschaft zu übernehmen. Man erobert die anderen Königreiche und vergrößert damit sein eigenes. Muss halt immer wieder kämpfen. Wird auch. Oh, Entschuldigung, ich bin verschnupft. Wird auch auf seinen Wegen halt angegriffen von anderen Personen. Und muss sich entsprechend wehren. Kann dann auch Leute anheuern, sowohl Fußtruppen als auch andere Truppen. Mit F1 kann man hier die Sachen, also mit F2, mit F2, F3 kann man seinen Gefolgsleuten dann Befehle im Kampf geben. Ich kann mich leider nicht ins Feuer stellen. Und da hinten ist irgendwie nur noch Himmel. Und sonst gar nichts. Können wir ein Bier trinken?
Nö, können wir nicht. Ja, das war's dann mit diesem Let's Play. Ich werde mir dieses Spiel nicht kaufen. Weil erstens die Grafik viel zu schlecht ist. Mit diesen ganzen Einstellungen, Anti-Aliasing, bla, auf 8-mal und dann, ja, das läuft nicht flüssig auf deinem PC, bla 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 bla, ja. Das Spiel läuft mit 500 FPS und ja. Das war's dann auch mit diesem Spiel eigentlich. Und tschüss. Ja, nachdem ich die Aufnahme gestoppt habe, ist mir dann noch eingefallen, dass ich erstens gesagt habe, da muss auch ein zweitens folgen. Ich finde einfach in dieser Demo, dass es viel zu wenig erklärt ist. Es wird zwar relativ viel vom Spiel gezeigt, dass sich die Kämpfe ja nicht anders sein werden, sondern ja, nur halt mit mehr Leuten. Und den Schatten, da finde ich ziemlich komisch, wenn ich springe, dann. Guck mal, wenn ich hier stehe, dann ist er da, dann ist da hinten der Schatten. Aber wenn ich springe, ist der Schatten dann da an der Seite. Ja, Hauptsache jetzt verschwindet er nicht mehr. Okay, gut. Ja, ich finde die Story, generell dieses Spiel finde ich nicht so toll. Ja, das sollte jetzt auch eigentlich nur ein Review sein, deswegen ist jetzt auch wirklich Schluss. Tschüss.